In einem Multiple-Choice-Test hat Aufgabe A 4 Antworten zur Auswahl und Aufgabe B 3 Antworten. Jede Aufgabe hat nur eine richtige Lösung. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, durch Raten in beiden Aufgaben die richtige Antwort zu finden? Ja, das können wir in zwei Ereignisse zerlegen. Also wir haben ein Ereignis und das heißt, Aufgabe A ist richtig. Aufgabe A richtig. Also das wäre ein Ereignis. Und dann haben wir das Ereignis, dass Aufgabe B richtig ist. Aufgabe B richtig. Die Frage ist jetzt, haben die beiden irgendwas miteinander zu tun? Also abgesehen von der Tatsache, dass ich halt erstmal die eine Aufgabe mache und dann die andere, aber vom Ergebnis her sind die beiden unabhängig. Das, was ich hier bei A ankreuze, beeinflusst in keiner Weise das, was ich bei Aufgabe B ankreuzen soll. Insofern sind das zwei unabhängige Ereignisse. Also diese beiden Ereignisse sind unabhängig. Und das ist ja wichtig, denn dann wissen wir, dass wir die beiden Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren können, um die Wahrscheinlichkeit für das kombinierte Ereignis zu bekommen. Das heißt also, dass wir sagen können, wir wollen die Wahrscheinlichkeit Aufgabe A und Aufgabe B richtig zu machen. Also Aufgabe A und Aufgabe B richtig. Das ist das, was wir haben wollen, was wir ausrechnen wollen. Und das können wir dann zerlegen. Da können wir sagen, das ist gleich die Wahrscheinlichkeit, Aufgabe A richtig zu machen, mal die Wahrscheinlichkeit, Aufgabe B richtig zu machen. Aufgabe B richtig, B ist das hier. Diese beiden Wahrscheinlichkeiten können wir multiplizieren, weil eben diese beiden Ereignisse, Aufgabe A richtig und Aufgabe B richtig, unabhängig voneinander sind. Ja, und das hier auszurechnen ist jetzt nicht so schwer, denn Aufgabe A richtig, da haben wir ja eine richtige Lösung, eine richtige Antwort und die Auswahl, die zur Verfügung steht, sind 4 Antworten. Also wenn wir zufällig irgendwas ankreuzen, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit von 1/4, das Richtige zu treffen. Hier drüben haben wir auch nur eine richtige Antwort, aber auch nur 3 Antworten zur Auswahl. Also die Wahrscheinlichkeit durch Raten die richtige Antwort zu treffen, die beträgt 1/3. Und das müssen wir jetzt miteinander multiplizieren und dann kriegen wir raus, dass die Wahrscheinlichkeit Aufgabe A und Aufgabe B richtig zu machen, dass die gerade 1/12 beträgt. Das können wir uns auch in so einer kleinen Tabelle mal anschauen. Vielleicht wird es dann noch klarer. Also hier oben schreibe ich die Aufgabe A. Und die hatte 4 mögliche Ergebnisse. Davon sind 3 falsch. Also die nenne ich mal jetzt F1. Das ist das erste falsche Ergebnis, das zweite falsche Ergebnis, das dritte falsche Ergebnis und dann das ist eine richtige Ergebnis. Und hier drüben, da schreibe ich die Ergebnisse der Aufgabe B hin. Aufgabe B, die hat ja nur 2 falsche Ergebnisse. Und, Moment, da brauche ich mehr Platz. Also 2 falsche Ergebnisse und ein richtiges Ergebnis. Jetzt mache ich hier mal ein paar Kästchen. Ah ja, ich glaube, man sieht, was gemeint ist. Auf jeden Fall steht jetzt hier jedes dieser Felder für eine mögliche Kombination von Antworten. Also bei diesem Feld wäre sozusagen die Aufgabe A falsch beantwortet und die Aufgabe B wäre auch falsch beantwortet. Hier wäre Aufgabe A falsch beantwortet und Aufgabe B wäre auch falsch beantwortet, aber anders als hier oben. Und hier wäre Aufgabe A nochmal falsch beantwortet und Aufgabe B wäre richtig beantwortet. Das, was wir suchen, war ja den Fall, dass wir beide Aufgaben richtig beantworten und das ist hier nur dieses Feld. Also nur das hier wäre das richtige Feld, wo wir beide Aufgaben richtig lösen. Und insgesamt haben wir halt hier 12 Felder. Also 12 Felder. Jedes Feld ist eine mögliche Kombination von Antworten und nur eins davon ist richtig. Also auch hier kriegen wir das Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit,
das Richtige hier zu machen, ein Zwölftel ist genau wie da oben, wo wir das jetzt hier durch die Zerlegung der Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet haben. So sehen wir das auch hier, wo wir einfach eine Tabelle mit den möglichen Ergebnissen gemacht haben.